Hey Leute, was geht ab? Ich dachte mir, ich tue mal wieder meine alten Gehirnzellen ein bisschen ankurbeln und mache mal wieder ein Video, was viele Skater nicht wissen. Ich denke, das müsste jetzt schon Teil Nummer 3 oder vielleicht sogar schon 4 sein auf meinem Kanal. Falls ihr das Video cool findet, dann schaut doch einfach mal auf meinen Kanal die alten Parts an. Ich glaube, da sind die ein oder anderen Sachen mit dabei, die ihr vielleicht sogar tatsächlich nicht wisst. Genauso jetzt zu diesem Video heute. Und ich muss an der Stelle auch sagen, es ist jetzt eigentlich ein bisschen mehr Geschichtsstunde, History. Also nicht sehr aktuelle Sachen, sondern Sachen aus der Vergangenheit. Und anfangen möchte ich mit etwas, was mich selber sogar auch ein bisschen schockiert hat oder verblüfft hat, was ich selber auch nicht wusste, erst vor kurzem neulich zum ersten Mal gehört, und zwar Z-Rollers. Ja, Z-Rollers. Und ich denke mal, die meisten von euch, zumindest die jüngere Generation, die werden jetzt hier erstmal hier Kopf kratzen. Keine Ahnung, was das ist. Ist es irgendwie ein Deodorant, das man sich hier unter die Achseln schmieren kann oder so? Nein, Z-Rollers sind Trucks, Achsen. Und zwar ganz besondere Achsen. Und was diese Achsen so besonders macht, ist Folgendes. Auf der Achse obendrauf ist so eine Art Metallplatte oder Metallring, der sich dreht. Also ein bisschen schwer vorzustellen, aber wir haben eine ganz normale Achse und da, wo man dann theoretisch auf einer normalen Achse grinden würde, ist da jetzt dieses Drehteil drauf, diese drehbare Platte. Und der Grund dafür ist, wenn man jetzt sich vorstellt, man springt auf eine Ledge drauf oder eine Curb, eine Rail und möchte die grinden, dieses drehbare Teil dreht sich mit, was ich glaube ein super komisches Gefühl sein muss, aber man dachte sich damals, hey, da nutzen sich die Achsen vielleicht weniger ab oder man kann einfach besser grinden. Ähnlich wie man damals auch auf dem Board unten drauf diese Rails gemacht hat, um besser Boards sliden zu können, hatte man auch eben diese Achsen mit diesem rotierbaren Metallstück außenrum. Die Achsen gibt es leider so nicht mehr. Wenn man auf eBay geht, findet man die eventuell für sündhaft viel Geld. Natürlich rede ich von Originalen, es gibt immer irgendwelche Nachmachen. Aber ja, ich hatte das selber auch erst zum ersten Mal in einem Podcast gehört, und zwar auf dem Nine Club mit Day One Song. Und an der Stelle, er hatte die damals richtig gefeiert. Er fand die super gut und würde sich freuen, wenn es die weiterhin geben würde und würde die weiterfahren. Ich würde die auch lieben gerne mal ausprobieren, was das für ein Fahrerlebnis sein muss, wenn man irgendwas grindet und aber nicht wirklich grindet, sondern das Teil sich dreht. Total verrückt. Aber ja, ich denke mal, viele von euch hatten das wahrscheinlich auch noch nie gehört. Okay, Punkt Nummer 2, über den ich sprechen möchte, ist das Thema Wheels. Und zum einen ein bisschen Geschichte über Wheels und dann auch ein bisschen zum Fahrverhalten. Denn ich glaube, zumindest war es bei mir so am Anfang, als ich mit dem Skateboardfahren angefangen hatte, die ersten Jahre, ich habe mich relativ wenig für Wheels interessiert. Ich wollte möglichst die günstigsten haben und hatte auch nicht wirklich viel drauf gemerkt. Also nicht experimentiert, was haben denn unterschiedliche Wheels für Fahrverhalten. Es stehen immer so viele Nummern drauf und es war irgendwie ein bisschen für mich unübersichtlich. Aber ich mache jetzt einfach mal einen ganz kurzen Crashkurs. Also ich fange mal mit dem Logischsten an. Je größer die Wheels sind, also vom Durchmesser, das wird immer in Millimeter angegeben. So eine gängige Größe ist irgendwo zwischen 50 und 60 Millimeter im Moment für Street Skateboard Wheels. Und je größer die Rollen sind vom Durchmesser, desto schneller fährt man praktisch. Das ist natürlich auch wieder abhängig ein bisschen von der Härte, aber je größer der Radius, desto schneller fährt man. Das ist eigentlich ein ganz simples physikalisches Prinzip. Dann natürlich eine andere Größe, die auch super wichtig ist, die ich aber immer nie wirklich auf dem Schirm hatte, ist die Härte von den Wheels. Und das gibt man dann in Duro an. Also ich kann da jetzt sogar gar nicht wirklich sagen, wo jetzt die physikalische Einheit herkommt, aber da liegen wir in der Regel bei den Werten auch immer zwischen 90 und 100, sage ich jetzt mal. An der Stelle muss man natürlich auch noch sagen, dass die Hersteller da immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal, variieren mit der Härte. Eine 100er Duro bei Spitfire ist, glaube ich, in der Regel ein bisschen härter als bei, ich sage jetzt mal, billigeren Herstellern oder nicht so renommierten Herstellern wie Spitfire. Das hängt ein bisschen davon ab, wie sie das messen. Ich denke aber für Skateboardfahrer, also der Unterschied ist da jetzt nicht so gravierend, dass man das sofort rausmerken würde. Aber was genau hat denn jetzt eigentlich die Duro mit dem Fahrverhalten zu tun?
Und in der Regel ist es so, je weicher die Rolle ist, desto smoother ist das Fahrverhalten. Also wenn man jetzt ein Cruiserboard hat, dann möchte man natürlich möglichst smooth fahren können. Deswegen sind die immer sehr groß, aber auch sehr weich. Und ein anderes zusätzliches Verhalten, wenn sie weich sind, dann grippen die auch einfach mehr auf dem Asphalt. Das heißt, wenn man nicht so sehr grippen will, vielleicht ein bisschen Power Slides machen möchte und nicht immer mit den Rollen an den Ledges hängen bleiben möchte bei Slides, dann möchte man eher härtere Rollen. Was das Ganze jetzt aber ein bisschen über den Haufen schmeißt, so ein bisschen eine Art Game Changer mit Rollen, was jetzt so eine Entwicklung ist, die noch gar nicht wirklich alt ist. Und zwar hat Paul Peralta neue Wheels rausgebracht, die Dragon Wheels, die ich im Moment auch fahre, die irgendwie komplett verrückt sind. Die sind eigentlich weiche Rollen. Ich muss sogar nochmal nachschauen, welche Weiche das simulieren soll. Das sind, glaube ich, irgendwo sogar in den 80er-Bereich, also theoretisch super weich oder ich glaube 93, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich google es nach und hier blende ich die richtige Zahl ein. Also super weiche Wheels, verhalten sich aber irgendwie trotzdem wie harte Wheels. Also Power Slides, es ist immer noch genau dasselbe Verhalten. Also man versinkt nicht wirklich im Boden, aber irgendwie trotzdem tun die Wheels dann grippen, wenn man es braucht. Ich kann es ganz schlecht beschreiben, aber irgendwie super komisch. Und vom Fahrverhalten auch sehr smooth, also diese Eigenschaften von weichen Rollen, also wenig Vibration. Und wenn wir beim Thema Wheels sind, möchte ich noch kurz historisch auf das Ganze eingehen. Und zwar, bevor wir diese Polyurethane-Wheels hatten, also Polyurethane ist das Plastik, aus dem die Wheels sind, vorher waren die Wheels aus Ton. Und es ist auch sehr wichtig, dass ich darüber rede, denn der Umstieg zwischen Tonwheels zu Polyurethane war ein richtiger Gamechanger und Durchbruch, sagt man, für Skateboardfahren, weil das so ziemlich der Meilenstein war, durch den man von Skateboarding als wirkliches Spielzeug zu Skateboarding als, ich sage jetzt mal, Sportart entwickeln konnte. Und um das Ganze nur so ein bisschen zu verdeutlichen, Skateboarding, also die richtigen allerersten Skateboards, die entstanden so um die 1920er Jahre. Die waren damals noch so mit so einem Griff oben drauf und hatten auch diese Tonwheels, also die waren aus Ton und die hatten die von Inline-Skates hergenommen und haben das einfach auf dem Holzbrett drauf genagelt. Und das war eigentlich wirklich nicht sehr geil, dieses Fahrverhalten. Man wurde nicht wirklich schnell, die sind auch, glaube ich, gebrochen. War einfach nicht wirklich geil. 1920er ging es dann los bis 1960. In der Zeit hat sich eigentlich nichts getan. Skateboarding war wirklich einfach nur ein Spielzeug. Und dann in den 1970er Jahren, die genaue Zahl kann ich jetzt nicht sagen, weil wenn man da jetzt ein bisschen recherchiert, es ist irgendwie immer komplett unterschiedlich. Die einen sagen in dem Jahr und die anderen in dem Jahr. Aber ungefähr in den 70er Jahren kam dann die erste Polyurethane-Rolle raus. Und das war komplett anders. Das war ein richtiger Gamechanger für Skateboard Wheels. Und das war dann der Durchbruch ins, ich sage jetzt mal, richtige Skateboardfahren. Jo, wir gehen weiter zum nächsten Thema, über das ich sprechen möchte. Und zwar geht es um Spike Jonze. Und ich hoffe mal, dass die meisten Skateboarder von euch wissen, wer Spike Jonze ist. Wenn ihr das nicht wisst, gehe ich später noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Was aber vielleicht der ein oder andere nicht weiß, ist, Spike Jonze ist ein renommierter Regisseur und Schauspieler in Hollywood. Er war Regisseur für Filme wie zum Beispiel Being John Malkovich oder Wo die wilde Kerle wohnen, auf Englisch Where the Wild Things Are. War natürlich auch bei den kompletten Jackass-Filmen als Regisseur und Produzent mit involviert und hatte sogar auch eine Gastrolle in dem Film The Wolf of Wall Street. Okay, und für alle, die nicht wissen, wer Spike Jonze ist in der Skateboard-Welt, dann sage ich nur Skateboard-Videos wie Blind Video Days, Mouse, Girl Yeah Right, Lakai Fully Flared und Pretty Sweet. Das sind alles Filme, wo er mitgewirkt hat. Also einen bombastischen Einfluss auf die Skateboard-Filmindustrie, die auch Namen hat in Hollywood. Das ist eigentlich ziemlich einzigartig. Da gibt es nicht sehr viele Leute, die auf dem Niveau in beiden Ballparks spielen können. Also Spike Jonze, richtig krasser Dude. Und da gibt es auch richtig coole Dokus über Spike. Also
Falls ihr den Namen noch nie gehört habt und euch ein bisschen für Film interessiert oder generell auch für Skateboard-Videos, kann ich nur empfehlen, da ein bisschen mehr reinzuschauen, was der Dude alles schon geleistet hat. Echt ein krasser Dude. Und wenn wir schon beim Thema Skateboard-Videos sind, möchte ich euch jetzt auch was verraten, was, glaube ich, auch witzigerweise sehr wenig Leute wissen, ist Folgendes. Wir alle als Skateboardfahrer, wir lieben Skateboard-Videos. Ich denke, es geht so gut wie kein Skater, der Skateboard-Videos nicht mag oder noch kein Skateboard-Video gesehen hat. Ich stelle jetzt mal die Frage, wer weiß denn von euch, welches das allererste Skateboard-Video war, das jemals rausgekommen ist? Kurze Pause. Okay, du weißt es wahrscheinlich nicht. Die ersten richtigen Videos, die rausgekommen sind, waren von der Firma Paul Peralta. Und das allererste offizielle Skateboard-Video von Paul Peralta war The Bones Brigade Video Show. Und ich denke mal, Bones Brigade ist zumindest in einem oder anderen ein Begriff. Das war so das erste richtige Skateboard-Team im modernen Sinn. Davor gab es schon Skateboard-Teams, die hatten aber eher sich so zusammengetan wie, ich sage jetzt mal, so olympische Teams, die dann ihre Pirouette machen oder ihre Spins und so ein bisschen competen oder so ein bisschen Shows machen. Aber dieses Bones Brigade Team und dieses Video, das die da gefilmt haben, das gab es vorher so noch nie in dem Sinne. Und die hatten einen Film gemacht und bei diesem Film, also The Bones Brigade Video Show, hatten die damals nicht einmal Camcorder verwendet oder was man heute kennt, diese kleinen Spiegelreflexkameras, die DSLRs und so, sondern die hatten tatsächlich richtige Filmkameras verwenden müssen, weil es einfach nichts anderes gab mit echten Filmen, was natürlich zum einen schweineteuer ist und auch unglaublich aufwendig, wenn man die alten Filmkameras von damals kennt und dann da so einen Skateboardfilm zu drehen, einfach verrückt. Auch die Art und Weise, wie sie diesen Film gedreht haben, ist unvorstellbar, wenn man es mit der heutigen Zeit vergleicht, denn damals war es so, die Skater hatten damals für ihre Parts vielleicht maximal 2 Tage Zeit und in den 2 Tagen hatten sie dann gesagt, hey, ich möchte den und den Spot fahren und filme da alles, was ich so kann. Und der Regisseur, also der Stacy Peralta, einer der Gründer von Paul Peralta, also George Paul und Stacy Peralta, Stacy Peralta hat sich gekümmert um die Videos mehr oder weniger und was er so ein bisschen wollte war, die Skater sollen die gleichen Klamotten anhaben, dass es auch so ausschaut wie aus einem Look, ähnlich wie in einem Film, das ist so dein Outfit und sehr Image betont und komplett unvorstellbar, wenn man es mit den jetzigen Skateboard-Videos vergleicht, aber damals war das so und die sind dann mit den echten Filmkameras rumgelaufen von A nach B und hat innerhalb von 1-2 Tagen einen kompletten Part gefilmt. Auch noch sehr interessant, wer war denn Teil dieser ersten Bones Brigade? Wer war in diesem ersten Video mit dabei? Es war natürlich Tony Hawk, Rodney Mullen war mit dabei, Lance Mountain, muss man sagen, auch phänomenaler Part, wie er einfach nur die Straße entlang cruised, Steve Caballero, Mike McGill, Stacy Peralta hatte auch Parts in dem Video, also sehr viele bekannte Namen, aber auch teilweise Namen, die man zumindest als junger Skater vielleicht auch noch nie gehört hat. An der Stelle kann ich auch wärmstens empfehlen, Paul Peralta, die haben einen YouTube-Kanal und auf dem YouTube-Kanal haben sie auch alle ihre Originalfilme hochgeladen und ich finde es einfach mega, so ein richtiger Batzen an Skateboard-History, der einfach nicht vergessen werden darf, meiner Meinung nach, und der da kostenlos von denen angeboten wird. Also schaut mal rein, es ist komplett anders wie die Videos heutzutage. Ich finde es trotzdem mega interessant und super cool anzuschauen. Also eine richtige Empfehlung. Falls ihr den Kanal noch nicht kennt und noch nicht abonniert habt, dann bitte macht das. Ich habe noch 2 Sachen auf der Liste, die ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt oder noch nicht viel drüber wisst. Wir sind immer noch Geschichtsstunde und zwar geht es jetzt um EMB. Vielleicht habt ihr schon mal den Begriff EMB gehört. Können es aber nicht wirklich zuordnen. EMB steht für Embarcadero oder aber auch noch für was anderes, wo ich gleich zurückkommen werde. Embarcadero ist ein Ort oder ein Platz in San Francisco und EMB ist mehr oder weniger die Geburtsstätte fürs moderne Street Skateboarding. Und warum sage ich das so und warum weiß man das ganz so genau? Denn
EMB, das ist ein Platz in San Francisco. San Francisco generell, also nicht nur dieser Platz, sondern generell die Gegend, ist wirklich die Geburtsstätte für Street Skateboarding, weil da sehr viele Skater sich damals zusammengetan haben. Und wenn man sich Skateboarding vorstellt, wie es damals war, es gab die Poolskater, es gab Jump Ramps und auch Freestyle Skating. Aber was man heutzutage so wirklich macht, was man heutzutage kennt, also diese Skateparks, wo man dann Grinds macht und generell Stufen runterspringen, Handrails fahren, all das war wirklich damals nicht existent. Bis eben eine Handvoll Skater dieses EMB für sich entdeckt haben und da einfach geskatet sind und sich dabei gefilmt haben und Videos gemacht haben. Und eine kleine witzige Side-Note, diese Skater, diese Crew, die damals da auch unterwegs war, die haben sich selber auch EMB genannt oder EMB Crew. Und EMB, für die stand dann Embarcadero's Most Blunted Skater, was eigentlich auch relativ witzig ist. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber es gibt sehr viele Geschichten um die Skater und diese ganze Clique, die da gefahren ist. Und man sagt sich auch, dass die Leute, die da vor Ort waren, das waren sehr ungemütliche Charaktere teilweise oder eine sehr eingeschworene Gruppe. Und wenn Leute von außerhalb da reingekommen sind, die hatten teilweise eine richtig harte Zeit, da Fuß zu fassen. Und es gab auch sehr viele Regeln. Also wenn dann Leute herkommen, zu viel Wachs drauf haben, wurden die dann verprügelt, es wurden Sachen geklaut. Es soll angeblich da richtig hart zugegangen sein, aber auch das Skateboarding war richtig hart. Und sehr viele wirklich historische, wichtige Ereignisse sind da wirklich abgegangen an diesem einen Platz. Es gab zum Beispiel auch Mark Gonzalez, einer der absoluten Pioniere des modernen Street Skateboardings, der ist da auch gefahren. Es gab da diese richtig krasse Gap von so einem Block runter. Die gibt es leider heute so in dem Format nicht mehr, aber diese Gap war so krass. Die hatte man auch Gons Gap genannt. Ich glaube, weil er der Erste war oder einer der Ersten, die gefahren ist und da Tricks runter gemacht hatte. Dieser Platz selber hat auch einen sehr starken Wiedererkennungseffekt, weil er gezeichnet ist durch rote Bricks, also solche rote Pflastersteine auf dem Boden. Wenn ich das jetzt sage, vielleicht macht es bei dem einen oder anderen einen Klick und sagt, ach ja, ich kenne da was. Also man hat diese roten Bricks komplett über den ganzen Boden verteilt und sehr viele Ledges. Da gibt es auch so einen Brunnen, den man da fahren kann, teilweise als Manipad. Um ein paar Videos zu nennen und auch ein paar Skater, die da wirklich ihren Footprint hinterlassen haben, also ihre Fußabdrücke hinterlassen haben, waren, also Henry Sanchez muss ich auf jeden Fall sagen, in seinem Videopark Pack of Lies ist einfach unglaublich. Schaut euch das Video an, schaut euch an, wie alt es ist, also 90er Jahre war das und unglaublich, was er zum allerersten Mal an dem Platz alles ausgepackt hat, Wahnsinn. Mike Carroll zum Beispiel auch oder natürlich auch Mark Gonzalez, wie bereits erwähnt, das sind alle Skater, die da wirklich gelebt haben, mehr oder weniger. Jamie Thomas, wenn man seinen Podcast auf The Nine Club anhört, der ist von Florida ausgewandert nach San Francisco mit praktisch mehr oder weniger gar nichts und hatte EMB gelebt. Er war obdachlos in EMB und war da nur skaten und war da auch ein bisschen verhasst von den Locals da, was auch eine sehr interessante Geschichte ist. Wenn man sich dann auch Videos anschaut, also Pack of Lies sieht man sehr viel von EMB oder aber auch ein relativ aktuelles Video ist das Supreme Video Candyland. Das ist ein sehr aktuelles Video, ich glaube 2014 oder so in den Dreh kam das raus, wo man EMB auch sehr viel oder fast ausschließlich sieht. Ich selber war auch schon da, ich hatte leider nicht allzu viel Zeit da zu skaten, aber ich würde jedem empfehlen, wenn ihr mal nach San Francisco geht, schaut euch das an, einfach weil der historische Faktor unglaublich ist, sich zu überlegen, dass genau an diesem einen Ort sowas entstanden ist, dass man das so genau detailliert zurückführen kann auf einen Ort, aus dem sowas Unglaubliches praktisch herausgewachsen ist, wie dieses moderne Streetskaten, finde ich einfach unglaublich. Okay, eine Sache habe ich noch für euch und das muss natürlich zum Ende des Videos sein, damit noch ein bisschen Kontroversen angestoßen werden und am Ende das Internet praktisch in Flammen aufgeht. Es geht um eine gewisse Nomenklatur, mit der ich nicht hundertprozentig d'accord bin, also einverstanden bin, aber ich haue es jetzt einfach mal raus und zwar geht es um Nose Grinds an runden Handrails und wie die Core Skateboarder
diese Tricks benennen. Also Core Skater, ich sage jetzt mal Thrasher, diese ganze Szene. Und zwar folgendes, ihr wisst ja alle, es gibt Nose Grinds, Frontside, Backside, es gibt Crooked Grinds, Frontside, Backside, es gibt Overcrooks, Frontside, Backside. Wenn wir jetzt aber eine runde Rail uns anschauen und würden da einen Trick machen, es gibt Nose Grinds, Frontside und Backside, es gibt Backside, Overcrooks, aber an einer runden Handrail gibt es keine Frontside Overcrooks laut der Core Skateboard Medien. Denn ein Frontside Overcrook an einer runden Handrail ist eigentlich ein Nose Grind laut denen. Denn sie sagen, es ist nicht möglich, eine runde Handrail mit einem Nose Grind zu machen, also so einen richtig schönen, geraden, balanced Nose Grind. Es ist für die dann praktisch genau dasselbe, wenn man einen Nose Grind an der Rail macht oder einen Frontside Overcrook. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch, weil ich tatsächlich auch schon Nose Grinds gesehen habe an runden Handrails, die wirklich schön balanced sind, auch wirklich gerade sind. Und für mich persönlich, wenn ich einen Nose Grind probiere an einer runden Handrail und einen Overcrook, das sind für mich zwei unterschiedliche Tricks. Ich habe kein Problem, einen Frontside Overcrook zu machen an der Rail, aber einen Frontside Nose Grind Balance ist für mich eine komplett andere Welt. Aber es ist halt so entstanden aus der Zeit und die Core Skater halten da natürlich dran. Ich persönlich finde es einen sehr großen Quatsch, weil Backside ist es auf einmal dann wieder, es existieren Backside Overcrooks an Rails. Verstehe ich nicht, macht für mich keinen Sinn. Ich weiß, dass das jetzt natürlich sehr viele Diskussionen anstößt, weil viele dann sagen, ja, nee, hast du das schon mal probiert, es ist irgendwie bla 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 unmöglich oder so, keine Ahnung. Aber einfach nur diese Kontroverse wollte ich mal da raushauen, dass ihr mal gehört habt, es gibt da was bezüglich Nose Grinds und Overcrooks an Rails, wo sich scheinbar viele Leute uneinig sind, wie man das benennt. Ich finde es ein bisschen lächerlich, die komplette Diskussion, aber ja, genau. Aber ist halt einfach so. Jo, Leute, das war jetzt relativ viel Geschichte. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Ich selber, je älter ich auf dem Skateboard bin, je länger ich fahre, desto interessanter finde ich diese ganzen geschichtlichen Aspekte am Skateboarding. Hat vielleicht irgendwas mit dem Alter zu tun. Aber ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch die ein oder andere Sache beibringen oder praktisch den Geschmack auf manche Sachen bringen, wo ihr so noch nie irgendwie gehört hattet. Falls ich irgendwas nicht ganz korrekt hatte, irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen bin oder ihr noch andere Ansichten, Meinungen habt, dann lasst es bitte in den Kommentaren. Würde mich immer sehr interessieren. Ich denke, mit Skateboardfahren ist es immer ein bisschen schwierig, weil Skateboarding, es ist so eine, ich sage jetzt mal, sehr viel Kultur am Rande. Also da stecken keine großen etablierten Vereinigungen drin oder Vereine oder Konzerne oder irgendwas. Da wird nichts wirklich schwarz auf weiß dokumentiert und irgendwo verewigt. Vieles passiert auch immer ein bisschen parallel. Deswegen muss man da ein bisschen lockerer sein, wenn es um die Beweislage geht. Aber ich finde es auch ein bisschen schön am Skateboardfahren. Es muss nicht alles wirklich bam, 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 so war es ganz genau sein, sondern es ist eher so ein bisschen wie Mythos. Leute, vielen Dank fürs Reinschauen. Falls ihr Vorschläge habt für weitere Themen oder irgendwas wissen wollt, wo ihr Fragen zu habt, was ihr nicht so genau beantworten könnt oder nicht wisst, was da die Antwort zu ist, vielleicht weiß ich es ja, schreibt es in den Kommentaren. Also, vielen Dank fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Peace out. Bye.